Okay, well, we're back. I'm just waiting for our guests, Bettina and Jude, to return. I think we are back. I'm just doing a quick test. Hi, Will. We're back. I'm just waiting for our guests to rejoin us on Zoom. I might as well announce that I'm trying to put together an international Yellow Submarine event to tie in with a book which has recently been published. So I'm hoping to do a link up with the US, Canada, and Southeast London. So I hope to be able to announce details of that very, very soon. And yes, I'm hoping also to be able to restart the live events. Our Steve Robertson event in October went very well indeed. Steve was insistent about wanting to do it live. Jude is back. So Jude, I was just Jude is with us. I am. Hi. Hi. Now I'm going to try one last time to share the video, okay? Is that all right? And then I'll hand over to you when it probably doesn't work. Okay, here we go. Did you hear anything there? No, I didn't hear anything. Oh, this is infuriating. Okay, I think you're going to have to screen. I'm copying it over to my other PC. Oh, you are. Okay, so you can screen the other clips as well, can you? It will take a little time, but I should be able to. Let me if I. I'm hoping that will Okay. be the case. Let us see. Let us see. Hang on. Hang on one second. I should. Problem is, I need to copy it onto. Let us just hope. Let's see if this works. It's copying over nicely, so we have there is hope. Oh, so that Yes, just keeping it cool. Yeah. Like after So. each moments. So to play something off my, if you share the screen to me, can you give me the screen off? Yeah, I will do that. You do it for me now. Yeah, just doing it, handing that over to you. Okay, you should be able to share screen now. You might, Jude, can you on the intermediate screen, can you make sure you click the two boxes at the bottom left-hand corner? So if you when you go share screen,
you'll get an intermediate white screen, and if you click the boxes to the bottom left-hand corner, then that'll optimize the sound and the video. Yeah, I didn't get that. Say again. Okay. When you click on share screen, you'll get on the green button, when you get an intermediate window. And yep. When you do that, there are two little boxes, tick boxes, bottom left-hand corner for optimize sound, optimize video. Yeah. So if you click those, then it should all be fine. Okay. And I think you need to, now we all need to mute ourselves just so there's no sort of sound bleed. Okay. Okay, I'm going to run it again from the beginning. I can't. Since I did share sound, I can't hear it anymore. Maybe you guys can hear it. That's so weird. Yes, because I could hear it earlier when you played it, but I can't hear it now. I see that it... Geschichten erzählen von Freude und Fleiß, Geschichten erzählen, die noch keiner weiß. Frag doch die Leute, frag doch die Leute. Katrin und ihre Mutti wollen einen Ausflug machen. Sie werden den Vati von der Arbeit abholen. Das ist Katrins Vati. Er ist Tankwart. Oft arbeitet er am Wochenende, denn seine Tankstelle liegt an einer wichtigen Straße. Das Tankauto bringt Benzin. Durch dicke Schläuche fließt es in große Benzintanks, die sich unter der Erde befinden. Katrins Vati arbeitet auf einer modernen Tankstelle. Hier tanken die Kraftfahrer selbst. Jeder Tankwart hilft, wenn ein Kunde das nicht kann. Wenn diese Lampe leuchtet, ist der Tank gefüllt. Katrins Vati kann kassieren und die anderen Leute bedienen, die an den Tanksäulen auf ihn warten. Katrins Vati ist aufmerksam und hilfsbereit, wenn es seine Zeit erlaubt. Ist die Tankstelle voller Autos, läuft er ständig hin und her, um abzukassieren. Hier wird verbrauchtes Öl aus dem Automotor gesaugt. Katrin und ihre Mutti fahren tanken. Bis sie an der Reihe sind, wird der Vati auch Feierabend haben. Tankwarte lesen ab, wie viel Benzin sie in ihrer Schicht verkauft haben und rechnen dann das Geld ab. Auf einer Insel, weit im Meer,
wohnt Leuchtturmwärter Jackenteer mit seinem Söhnchen heim. Zwar fällt's dem Sandmann manchmal schwer, doch muss er täglich hin und her, sonst schläft der Heim nicht ein. Der Sandmann hat ein kleines Boot mit Mast und Steuer, Kiel und Schott und einem Lot aus Blei. Und sitzt der Hain beim Abendbrot, dann lotet Sandmann mit dem Lot sein Boot am Fels vorbei. Das Meer war immer still und gut, doch neulich kam es jäh in Wut mit Wind und Sturmgebraus. Der Sandmann zog sich fest den Hut, wie das ein alter Seemann tut, und fuhr dem Sturm voraus. Die Wellen wogten hoch und breit, und bis zum Leuchtturm war's noch weit, auch fing's zu dämmern an. Ein dicker Walfisch hatte Zeit und gab dem Sandmann das Geleit, dass er dem Sturm entrann. So langten sie beim Leuchtturm an. Der Walfisch, der bloß schwimmen kann, schwamm weiter und verschwand. Der Sandmann sprach: Hab Dank. Und dann sein Boot am Bootsteg an und sprang vergnügt an Land. Da plötzlich rollte groß und schwer noch eine Woge aus dem Meer und packte Sandmanns Schiff. Sie riss es los und nahm es quer und warf es dann von oben her aufs spitze Felsenriff. Das kleine Boot, es brach entzwei, das Lot versank, es war aus Blei, das Segel tat verwehen. Des Sandmanns Sandsack fraß ein Hai, ein Stückchen Mast trieb noch vorbei, dann war nichts mehr zu sehen. Der Sandmann sah erschrocken zu und Wasser lief ihm aus dem Schuh. Im Leuchtturm brannte Licht. Und Heini sagte grad: Nanu, der Sandmann lässt mich heut in Ruh, am Ende kommt er nicht. Und Leuchtturmwärter Jackenteer sprach langsam und gedankenschwer, so wie er immer spricht: Bei solchem Sturm, bei solchem Meer, ja, wenn der Sandmann Seemann wär, doch das ist er nicht. Da klopfte es. Herein, rief Hein, das konnte bloß der Sandmann sein, das war den beiden klar. Der Sandmann trat zur Tür herein und er erzählte kurz und klein, was ihm geschehen war. Bleib einfach hier, rief Hein sofort, und schlaf in meinem Bettchen dort. Doch Sandmann sprach: Oh nein, ich muss noch heute wieder fort nach Ost und West, nach Süd und Nord, sonst schläft kein Kind mehr ein. Das wäre wirklich allerhand. Natürlich musst du fix an Land, sprach Vater Jackenteer. Doch draußen tobte unverwandt und gänzlich außer Rand und Band der Sturmwind übers Meer. Nun hatte sich in aller Welt inzwischen schon herausgestellt, der Sandmann wird vermisst. Die Hupe hupt, die Schelle schellt, in Stadt und Land, in Wald und Feld, wo nur der Sandmann ist. Es suchten ihn die Feuerwehr, die Polizei, das Militär und Flieger Liebetraut. Der flog am Himmel hin und her, doch hat er selbst im Wolkenmeer vergeblich nachgeschaut. Natürlich suchten überall im Wüstensand am Wasserschwall auch Kinder, groß und klein. Vergessen waren Reif und Ball, denn Sandmann muss auf jeden Fall zuerst gefunden sein. Sie suchten ihn im Dschungelwald, im Dom zu Naumburg, grau und alt, in Moskau und Berlin. Am Nordpol, wo es bitter kalt.
Guten Abend, ihr beiden. Guten Abend, Thaddäus. Schnippel die Schnappel die Schere. Einen recht schönen guten Abend wünsche ich euch, meine lieben kleinen Freunde. Ja, da staunt ihr, was? Heute senden wir euch einen ganz besonderen Abendgruß. Mhm. Heute wollen wir euch alle einmal gute Nacht sagen. Ja, sozusagen zum tausendsten Male wünschen wir euch heute gute Nacht. Ja, ja. Nanu, da kommt ja noch jemand. Schnammelchen heiß ich, alles, alles weiß ich, komme weit und breit herum. Na, da bleibt sie. Wieder so ein Affenzirkus. Los! Los, hier bin ich! Wir wollen doch heute zum Birkenhügel gehen! Hä? Steig auf! Wasserrutschen ist ein irrer Spaß! Wir wollen doch aber sehen, wo die Sonne schlafen geht! Morgen! Heute nicht! Heute ist Wasserrutschen! Geh ich eben alleine zum Birkenhügel! Der Kutschner geht baden! Seid ja still, ihr Lästermäuler! Das zahle ich euch noch heim! Wo ist der Krümel nur so schnell hin entschwunden? Bin wieder mal völlig erledigt. Das tut gut. Du, Hummel, hast du das Küken gesehen? Immer kommst du von hinten. Was denn? Ist das Küken etwa verschwunden? So ein zarter Krümel allein in dieser Welt voller Gefahren. Halb so schlimm. Der Fuchs, der Habicht und von den Moorlöchern ganz zu schweigen. Ich werde das Küken schon finden. Das Küken ist verschwunden. Vielleicht hat es jemand entführt und irgendwo im Schilf versteckt. Entführt? Oh weh! Ins Schilf gesteckt. Ich sehe nach. Das ist ein Fall, den habe ich noch nie erlebt. Das Küken, Rara, ist verschleppt worden, Rara, am helllichten Tag, Rara. Das war die Ratte. Aber wohin ist das Küken entführt worden, Rara? Der Maulwurf hält das Küken gefangen, denn am Maulwurfshügel liegt eine Feder, eine Feder. Dem hätte ich das nicht zugetraut. Auf zum Maulwurf! Ah. Diese Feder ist von einem Repu, nicht von einem Küken.
Der Maulwurf war also nicht der Kükendieb? Man kann sich schließlich mal irren. Aber wo ist das Küken? Aber von hier oben... Hi there. I think you're muted. Hi, I think that was Bettina. I think that was I copied over the earlier version there. So we missed the trailer. I'll try and get the trailer up, but yeah. Yeah, we're prepping up the other films now. Yeah. Brilliant. Fantastic. So Bettina, what do you think of now that you've seen those clips again? Does it all come rushing back? Yes, they haven't lost their charm, really, you know, and I don't know how it translates when you can't understand all the lyrics. The lyrics are, in a way, not that important. It's more to do with the character and the visuals. But what is also quite nice to see, which is sometimes you don't notice when you actually look at the images, is the costumes he is wearing. You know, all the beautiful costumes. I mean, there was a different costume every day. You know, he wasn't just sort of in the same outfit when he went to Africa or when he went in the winter, in the snow. Can I have to cut you off there? I'm awfully sorry, Bettina. Mm-hmm. We appear to have stopped. Perhaps there was a copyright thing, but there's a sign up saying policy, stream unavailable, stream suspended for policy violations. So what I'm going to do is to restream.